Moinsen Leute, willkommen zu, genau richtig, FIFA Let's Play, FIFA 19, Bundesliga Mix. Und damit willkommen zum ersten Teil. Im nullten Teil, den ihr vielleicht davor gesehen habt, ist alles gewesen, was die Aufstellungen sind, was die Idee war und mit welchem Team wir spielen. Wir spielen mit dem VfL Wolfsburg und damit ihr das auch von Anfang an sehen könnt, wir haben auf Weltklasse in 5 Minuten. Ich glaube, das wird das mal später hier wieder sehen, aber das ist alles, bevor es heißt, so von wegen, aber warum habt ihr und alles Mögliche. Wir lassen den Gegner mal in Weiß spielen. Ich glaube, die Schalke haben auch damals in Weiß gespielt. Es regnet an jenem Tag. Okay, kann man machen. Ja, kann man machen. Kann man machen. So, also, wir schauen mal, wie wir in dieser Bundesliga-Saison denn nun sind. Basierend auf deiner jüngsten Spielerleistung. Ach so, wir können jetzt hier. Ach, das wird dieses Spiel. Ja. Ich weiß, was das ist. So. Können hier so ein bisschen hier dribbling. Ich hab das schon mal selbst ein bisschen angestribbelt, angespielt. So, hier einfach dran vorbei. Zack. Also, oh! Die neuen Skillspiele finde ich auch nicht schlecht. Diese haben eine Abwechslung gegenüber dem alten, klar. Bei den alten war es ja oftmals so, leider, dass da doch sehr viele Spiele wieder von den alten Spielen recycelt worden sind. Ich weiß, dass ich den jetzt ausgelassen habe. Aber ist egal. Ist okay. Ich glaube, wir waren schon mal besser, ne? Ja, war schon mal besser. Egal. Los geht's. Gucken wir mal, ob jetzt Bundesliga rauskommt. Wenn Bundesliga rauskommt, dann weiß ich zumindest Bescheid. Jawohl, Bundesliga, herzlich willkommen. So, wir kennen das ja und ich habe keine Lust auf irgendwelche Sachen, also irgendwelche Strikes oder was weiß ich, weil letzte Saison war das nämlich so, dass ich ja immer gesagt habe, so Bundesliga hier, hi, bla, ne, Aufstellung und sonst was. War es oft so, dass die DFL meinte, das ist unseres, das ist unseres, das ist unseres. Ja, ich weiß. Ich habe aber jedes Mal gesagt, wie es auch wirklich ist, ne, das ist ja wirklich so, dass dieses Spiel ja das Spiel FIFA ist und das Spiel, ne, eigentlich Electronic Arts rausgebracht hat. Das heißt also, dass deren Rechte das wichtig ist und dass die entscheiden dürfen, wie der Hase läuft. Also unsere Aufstellung, ja, wir spielen ja genauso, wie wir es eröffnet haben. Der FC Schalke 04 spielt so, also die haben jetzt schon einiges umgestellt, direkt am Anfang, ne? Wie gesagt, die KI kann ja umstellen, sagen, oh nee, die Aufstellung ist doof. Ja, Karabek hat man nicht von Anfang an gestellt. Dafür Hummels, Hack voll hinten in der Verteidigung, Werner, Füllkrug auf der, also getauschte Position, Strobel, Fernandes im Mittelfeld. Ja, man hat also tendenziell einiges umgestellt, ist okay. Wenn sie meinen, machen sie, sollen sie es machen. So, und damit geht's los. Ja, Bundesliga-Mix, gucken wir mal, wie das denn in dieser Saison laufen wird. Es reicht, wie die Teams hier agieren werden. Ja. Livestream, ihr wisst ja dann jetzt schon alles, wie das da läuft. Livestreams sind immer dienstags, wollte ich jetzt nur mal sagen. Ich weiß, ihr habt den ersten Livestream schon gesehen, aber hey, weißt du, ich wollte dann nur noch mal sagen. So, der hat sich jetzt hier nicht echt ernsthaft verletzt. Nein, hat er nicht. Aufstellung unten eingeblendet, das ist in Ordnung. Kann man machen, muss man nicht. Ich achte ja nicht drauf, ich wollte das aber am Anfang jetzt schon mal zeigen. So, der rüber. Bailey hat sich jetzt schon verletzt, das ist natürlich bitter. So, Birk kriegt den. So, Augo. Na, Bailey heute im Fokus. Gucken wir mal, ob der das heute auch Deichsel kriegt. Auf der anderen Seite Timo Werner. Und Birk. Er hat sich tatsächlich verletzt, das ist Bullshit. Ach du Mist, ey. Was hat er denn? Aber nichts Ernsthaftes. Das ist natürlich bitter, dass gleich am Anfang direkt hier. Ja, wir gucken mal, wie wir das machen. Tendenziell. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt diesmal keine Short-Sachen gemacht. Lag einfach daran, dass ich am Anfang überlegt habe, na, vielleicht werden wir relativ wenig wechseln, beziehungsweise die klassischen Wechsel machen. Muss ja erst mal gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Natürlich, das Ziel ist es, wie in echt immer wieder, ne, wir versuchen besser zu sein als der VfL Wolfsburg. So, Gnabry. Ja, das muss ich immer noch ein bisschen rauskriegen, wie das funktioniert. Zack.
Bundesliga-Mix wird es nicht live geben. Mm-mm. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Das wird nicht live sein. Wird schön Karrieremodus sein. Auch wenn ihr sagt so von wegen, ey, der Bundesliga-Mix ist viel cooler als der Karrieremodus. Möglich. Möglich ist es. So. Werner. Und weg damit. Natürlich kann man diesen Bundesliga-Mix auch auf verschiedene Ligen übertragen. Das heißt also, dass man beispielsweise sagt, hey, man könnte das auch für die zweite Bundesliga machen oder für die dritte Liga machen oder für Gesamtdeutschland oder halt für die Europa League oder für die Champions League oder für was weiß ich. Natürlich. Könnte man alles machen. Muss man aber mal gucken, eben wie es hier ankommt. Wenn ihr sagt so von wegen, ja, das ist eine geniale Geschichte, könnte man es vielleicht wirklich für andere Projekte auch übernehmen. Aber dann halt erst für FIFA 20 und nicht für FIFA 19. So. Weil das ist jetzt theoretisch hier eine Testphase. Möglichkeit für Schalke. Und das ist wieder Birk. Sehr schön. Ja, ich muss mich noch ein bisschen eingrooven. Das haben wir in den letzten Jahren immer wieder am Anfang gehabt. Ne? Eingrooven in das Spielsystem, eingrooven in die Mannschaft, in das Mannschaftsgefüge, das war jetzt selten dämlich. Von daher, das wird alles noch kommen. Wir werden am Anfang der Saison vielleicht das ein oder andere Unentschieden haben. Das habt ihr im Livestream ja auch gesehen. Da werden wir jetzt nicht irgendwie gleich am Anfang so BÄM und ab nach vorne und was weiß ich. Nein, nein, nein. Wird alles schon. So. So, mal erstmal, wie gesagt, erstmal hier schön in das Spiel reinfinden. Eure Meinung zu FIFA 19? Sagt ihr, FIFA 19, das ist eine gute Sache? Oder sagt ihr, naja, also FIFA 18 fand ich besser? Also persönlich, meine Meinung ist bislang, dass ich FIFA 18 besser fand. Aber das wird sich halt noch zeigen. Kaste jetzt kriegt den. Eli ist nicht mal verletzt, ne? Nee. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie Wadenkrämpfe oder so gehabt. Das kann ja auch sein und das kann sich dann im Laufe des Spiels ja auch wieder ändern. Kriegt er nicht. Ja, das ist es eben. Das ist eben das, was ich an diesem Unterschied meine. So. Möglichkeit. Schade. Oder Gott sei Dank. Eher Gott sei Dank. Es ist ja der Gegner. Fernandes. Mit der Möglichkeit. So, es wird sich... Oh Gott. Es wird sich, wie gesagt, in den nächsten Wochen, Monaten ändern vom Spiel her. Spielstil her. Das wird alles besser. Ribic. Ah, schade. Und der war wieder gut. Günther. Und in die Mitte und weg damit und nein und gut. Nein und gut. Ach Mann. Interessant wird auch, wie das laufen wird mit dem Immon Cup. Oh Mann. Ich sehe es schon kommen. Dieser erste Immon Cup, der ja demnächst stattfinden wird, das wird eine Katastrophe. Glaub mir mal. Bin froh, wenn ich Tore erziele. Also, klar, Rekordmeister sind wir jetzt, ja. Rekordmeister und der Flui zusammen. Aber ich sag mal so, der Flui wird sich da jetzt nicht linken lassen. Der wird sowas von wieder dabei und top sein und alles Mögliche. So, Möglichkeit, denkste. Der wird so gut dabei sein. Das fast, kannst du gar nicht fassen. So, Möglichkeit, Behrens. Ja, das ist eben sehr schwierig hier. Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig, 0-0. Ist okay, das Eröffnungsspiel ist halt. Ja, wie gesagt, wir versuchen, um die Meisterschaft zu spielen, aber es kann eben auch sein, dass wir nicht zwingend um die Meisterschaft spielen. So, die anderen Spiele sind eher relativ unrelevant, aber er ist wieder fit. Er ist wieder fit. So.
So, erstmal weg. Na, erstmal hier Ruhe bewahren. Immer schön Ruhe bewahren. So, Gnabry auf Ribic. Der zurück. Wieder zurück. Wieder zurück. Und das ist die Chance. Und nein, das ist nämlich auch so ein bisschen doof. Das hat, das haben diverse Leute, wie auch gesagt, in den Demospielen. Timing ist jetzt wichtig. Urplötzlich ist Timing wichtig. Ei, 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 ja. Urplötzlich ist Timing wichtig. Da willst du dann einfach mal kurz draufzimmern und dann geht das nicht. Weil dann kommt nämlich sowas dabei raus. Beziehungsweise auch nicht. Also ich habe auch schon mal Timing hingekriegt. So, als nächstes spielen wir gegen Leverkusen. So, und jetzt! Nein! Das ist es gerade! Das ist das, was ich so verfluche! Weswegen ich FIFA 18 bislang besser finde. Es ist einfach... Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Du kriegst schon hier weniger Chancen als vorher, aus meiner Sicht. Und dann sowas. So. Nächste Möglichkeit für uns. Und Ecke. So, welche Wechsel? Die wechseln. Wechseln Rupp rein. Mittelfeldmann. Mit ungern jetzt AU wegbringen, weggeben. Ja, machen wir es so. Bailey raus. Ja, bin immer noch erkältet. Das wird schon irgendwo. Das wird schon irgendwo, Guerrero. Für ihn. So, Ball in die Mitte. Kopfball klappt nicht so ganz. Ja. Wir kriegen das schon irgendwo hin. Behrens. Schön. Gnabry. Und der verspringt den Ball. Aber es war auch eher abseits. Es war eher abseits. Okay, dann wollen wir nicht beschweren. So, nächster Wechsel bei Schalke. Goretzka kommt für Strobel. Wollen wir jetzt aufwechseln? Ribic raus für Schalai. Ich glaube schon. Wir reagieren einfach nur auf den Gegner. Das war mein Ziel. Ach komm. Okay, dann doch. Ich habe so ein bisschen gedacht, so, wird er den jetzt kurz treten? Ja, wird er. Wird er, wird er, wird er. Sauber. Dran vorbei. Kontermöglichkeit. Verteidigen kann ich immer noch. Verteidigen kann ich immer noch. Aber angreifen kann ich immer noch nicht. So, jetzt aber. Guerrero. Genau. Angreifen kann ich immer noch nicht. Angreifen geht nicht, verteidigen schon. Kein Ding. Jupp. Das wär's. Bei FIFA 18 wäre er reingegangen. Bei meinem Teil wäre er reingegangen. So. Guerrero. Aogo. Und wieder zurück. Ja, und das wird abseits sein. Ja, das ist abseits. So. Denn erzähl, dass es auch mit diesen ganzen Taktiken bin ich auch noch nicht so ganz huge mit. Fand das früher besser, als dann gesagt worden ist, hier Kontereinstellung, Ballbesitzeinstellung. Das haben sie ja jetzt alles auch geändert. Muss man sich auch erstmal reinfinden. Ich denke mal, das wird man früher oder später schon hinkriegen. Ja. Oder man macht das genau so. Man gibt dem Gegner einfach den Ball. Dann hat man das Problem mit den Einstellungen nicht. Dann macht der Gegner das Spiel schon. Oder macht er seine Tore. Passt schon. So, Möglichkeit. Behrens. Ja.
Ja, man muss ein bisschen trotzdem ein bisschen entspannt bleiben, auch wenn ich jetzt ein bisschen gerade erbost bin, persönlich. Liegt einfach daran, dass ja, es einfach gar nichts funktioniert wieder. So. Ja. Die machen das perfekt mit der Manndeckung, die machen das perfekt mit allem und das war jetzt eigentlich ein Foul und eigentlich hätte er mich zurückpfeifen müssen, eigentlich. Und uneigentlich mache ich jetzt hier den Führungstreffer. Achtung, rot. Rot oder ich gehe. Und? Kommt langsam angetrabt. Rudelbildung. Gut, da bleibe ich. Also ist alles richtig gelaufen. Ja, natürlich. In der 85. Minute rote Karte zu kassieren im Moment. Scheiße. Aber wir wären durch gewesen. Schalai wäre durch gewesen. Wechsel bei Schalke. Die werden wahrscheinlich jetzt einen Innenverteidiger bringen oder sowas. Wir müssen eigentlich einen Stürmer bringen. Wir müssen eigentlich einen Stürmer bringen. Bringe ich aber jetzt nicht. Bringen Öztun Ali. Füllkrug raus. Müsste Kaderabek sein, mit der 3. So. Wenn er es gut macht, ist es gut. Wenn er es gut macht, ist es gut. Aber wenn er es nicht gut macht, dann passiert genau das. So, Wechsel, Kaderabek. Okay. Trägt er die Nummer 3. Jetzt aber. Das ist das, was ich meinte. Wir haben zig Chancen. Wir machen sie nicht. Und das ist ein Elfmeter, meine lieben Freunde. Das ist ein Elfmeter. Den gibt er auch nicht. Ja, 0-0. Das, andersrum, das hatte ich ja auch schon damals gesagt, vor einigen Jahren. Die ersten Spiele werden 0-0 ausgehen und später haben wir dann immer so im Mittelfeld rumgegeistert. Ist aber, dann ist es so. Man muss sich erstmal wirklich ins Spielsystem einfinden. Wir hatten mehr massig Chancen, Gegner hatte massig Chancen, dann Abschluss ist 0-0. Jo. So lief das Stadionturnier am Anfang auch. Und am Abschluss haben wir, glaube ich, beim Stadionturnier, glaube ich, irgendwie 15-0 entschieden, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Seit dem Stadionturnier damals mit Paris haben wir auch so angefangen, haben wir auch überall ständig unentschieden gespielt. Jo. 0-0. Mittelfeldplatz ist okay. Aktuell Tabellenführer ist der Hannover 96. Ist der Hannover 96. Nürnberg hat auch gewonnen. Nürnberg hat auch gewonnen. Das ist doch mal eine schöne Sache. Also Nürnberg hat gegen die Hertha gewonnen. Bremen unentschieden gegen Hannover. Freiburg gewinnt gegen die Frankfurter. Düsseldorf gewinnt gegen Augsburg. Leverkusen gewinnt gegen Gladbach. Überraschung. Mainz gewinnt gegen Stuttgart. Dortmund gewinnt gegen Leipzig. Und Hannover gewinnt gegen Dortmund. Gut. Also. Da kommen wir. Also eigentlich war ja vieles richtig, aber nicht alles. Und verabschiede ich mich meinerseits. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Hoffentlich besser. Ciao.